starten die Flaggschiff-Tour. Wir müssen die restlichen Archive durchkämmen. Was dort alle für Schätze liegen. Waffen von unvorstellbarer Macht. Verlorene Episoden von Lance und Janet. Der Aggressor ist schon geil. Alles nutzloser Tant. Die Karte ist alles, was wir brauchen. Der Rest kann brennen. Moment, heißt das, dass er die Karte schon hat? Oder Ratchet, siehst du irgendwas über Quantums Helm? Nichts Nützliches. Er muss hier sein. Wir müssen einfach nur weiter. Es war ein großer Fehler, dieses Schiff zu betreten. Ich wollte nur eine kurze Spritztour machen. Niemals! Für den Imperator! Danke, dass du im letzten Moment aufgestanden bist, Dude. Aua. Nice. Ah. Dieses Mal hattest du Glück. Ja. Ciao, Kumpel. Nice one. Moin, Max Classic. Deutscher Schumacher. Imperator Nefarius. Sag ich gleich. Endlich ist es soweit. Nee, das ist ein anderer. Halt! Ah. Ah, du bist's. Ich hatte es gehofft. Oh, sorry, beim Meditieren in den Körper zurückzukehren. Tut weh. Was machst du denn hier? Der Imperator nahm mich gefangen, weil ich die Dimensionskarte in einer Anomalie versteckt habe. Also hat er sie noch nicht? Nein, aber er öffnet willkürlich Spalten, um sie zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihm gelingt. Oh. Ratchet! Gute und schlechte Nachrichten. Alter. Die schlechte Nachricht, kein Imperator hier. Die gute, Gary ist hier. Er sagt, die Karte steckt in einer Dimensionsanomalie. In den Katakomben. Ihr gelangt dorthin, indem ihr die Grabungstürme aktiviert. Ihr aktiviert sie über Druckschlösser in der Nähe. Hm? Also der Spruch deutscher Schumacher ist eigentlich nur... Es ist halt nichts, nicht mal was Sinnvolles. Das ist das Ding dabei. Der Gag daran ist es halt einfach, dass Schumacher halt deutsch war und das, was man meint, meist auch deutsch ist. Also was wie Dave ist deutscher Schumacher. Dave ist deutscher, Schumacher ist deutscher. Eine der Druckplatten. Oh, Aggressor-Muni. Sorry, die Welt muss warten. Okay, fast Level 5 schon. Er geht an. Suchen wir noch eine. Oh, hey, unsere untoten Freunde sind wieder da. Die Klickgeräusche, die sie machen, sind echt. Wir verlassen die Engel. Los, Gary. Oh, ja, gute Idee. Wir treffen euch in den Katakomben. Oh. Wenn ich Albträume hätte, kämen diese Knochenschurken regelmäßig darin vor. Brauch Munition! Achso, ja, für die, genau. Ach, die habe ich jetzt seit Ewigkeit nicht benutzt, als ich hier keine Muni hätte. Nice, noch ein bisschen was für einen Aggressor, oder? Auch Muni aufheben, da kommen mir die Infos rechts unten irgendwie ein bisschen zu... Also einige kommen gar... Ah, oh, nicht! Alter. Oh, nice. Okay.
Wobei, wenn ich sage, Dave ist Deutscher Schumacher, ist eigentlich egal, ob ich Deutscher bin oder nicht. Das ist halt eigentlich das Lustige dabei, ist halt einfach, dass man, wenn man jetzt sagen würde, Romain Grosjean ist Deutscher Schumacher, dann ist der Gag dabei ja auch, dass Romain Grosjean natürlich kein Deutscher ist. Hä? Ist aktiviert. Gut, dass Nefarius keine Karte für die Suche nach der Karte hat. Null. Fehlt nur noch einer. Hattest du nicht gesagt, hier geht's raus? Scheint der untere Maschinenraum zu sein. Der Aufbau dieses Schiffes ist seltsam. Hätte Nefarius kein Neonschild mit Ausgang aufhängen können? So schlimm. Ah, ich wusste doch, dass die Munition für den Aggressor sein wird. Ah. Weg hier. Alter, die sind überall. Oh mein Gott. Alter. Ja gut, hier kann man theoretisch halt super farmen, ne? Mann. Hattest du nicht gesagt, hier geht's raus? Scheint der ich finde manchmal zu sein. Der Aufbau dieses Schiffes ist seltsam. Hätte Nefarius kein Neonschild mit Ausgang aufhängen können? Das Ding ist, manchmal spiele ich sehr leichtfertig, aber das Ding ist halt auch einfach, dass gefühlt ich nie weiß, wann ich wenig oder viel Leben habe. Das führt natürlich dazu, dass man ein bisschen leichtfertiger spielt, weil man sich denkt, oh ja, wenig Leben habe ich ja nicht. Oder so. Das Spiel sagt es dir halt irgendwie, finde ich, sehr, sehr schlecht. Weil das HUD immer ausgeblendet wird. Guck mal. Oh, viel Spaß, jetzt zu ermitteln, wie viel Gesundheit du gerade hast. Nach Storberger. Gut, dass ich auf einer schwierigen Stufe spiele, manchmal natürlich auch durch den Kopf gehen lassen und dann merken, vielleicht sollte ich doch ein bisschen aufpassen, aber I don't know. Die Gegner machen halt echt viel Schaden, ne? Wir kommen! Ich suche es mal sage. Du hast keinen Anti-Gewalteid geschworen, oder Gary? Unglücklicherweise. Ist schon gut. Wir beschützen dich. Schätze, wir müssen da runter, ne? Ja. Okay. Gehen wir runter in die Katakomben. Ja. Ja. Das ist nur, wenn du die ganze Zeit läufst, das geht das weg. Du meinst, dass das HUD ausgeblendet wird? Ja, aber das ist doch doof. Oh Mann, die Türkonsole ist mit Viren infiziert. Aber ich wette, Glitch kann uns helfen, hineinzusehen. Irgendeine Referenz, wie es von der Gesundheit her ausschaut, würde ich ja gerne haben.
Moin, Sarius. Ah, Glitch. Wie nett, dass du es zu unserem Stück Heimat geschafft hast. Wir möchten dir einen warmen Empfang bereiten. Ja, Arthur ist sehr geistreich. Hilft halt nicht weiter bei dem Problem, aber... Gut, dass du das Problem auch erkannt hast. Alter. So geht's hier nochmal rüber. Nice. Da muss ich hoch. Auch da. Jo, danke einfach, Kevin. Gute Nacht dir. Ja, dass man mehr sieht, ist auch an für sich, finde ich, eine coole Idee. Also, ich finde es halt sehr gut, dass man das macht, damit man... Ich finde es halt an für sich sehr cool, dass man das für so Umgebungsauschecken macht, aber im Kampf... Wenn die ganze Zeit auf dich geschossen wird, kannst du ja noch aktiv bleiben. Deswegen, das finde ich halt ein bisschen problematisch. Hoffen wir, dies würde uns zu jemandem wie dir führen, Glitch. Was passiert hier eigentlich jedes Mal? Du hast uns geholfen, uns zu entwickeln. All die Kämpfe waren solch wunderbare Gelegenheiten zu lernen. Okay. Frag mich, was für ein Twist das mit diesen Viren hat. Ob das irgendwie am Ende nochmal eine größere Bedrohung wird oder so. Hier da oben sind so ein paar Schläuche. Rein da. Nun? Gibt es einen Weg an diesem Schild vorbei? Ja, hier. Das stimmt nicht nur, wenn man angreift. Habe ich doch gesagt. Wenn du die ganze Zeit beschossen wirst, sollte das angezeigt werden. Wird es aber nicht. Bam. Ich finde es auch komisch, dass man manchmal nicht alle Viren kaputt machen muss, sondern nur eine Anzahl davon. Okay. Ich muss hier, glaube ich, wohl durch, oder? Die Viren, die können nicht denken. Das sagst du. Wie komme ich da rüber? Nochmal auf die andere Seite. Ah.
Nee. Okay, ich laufe hier mal durch, also keine Ahnung. Ja, ich blick gerade gar nicht mehr durch. Wie komme ich zu denen weiter? Oder kann ich das kaputt schießen? I don't verstehe es, ehrlich gesagt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen. I am stupid. I am stupid. Naja. Okay. Jetzt so. Sauber. Ah doch, ich muss tatsächlich alle Virusnester kaputt machen. Mir gefällt nicht, was du siehst. Mir ist ganz egal, was du sagst. Du wirst jetzt gelöscht. Du machst doch cool. Das wird nicht lange halten. Okay. Je weiter du damit kommst, desto mehr wird es wehtun, wenn du scheiterst. Okay. Ich wohl besser nicht. Gute Antwort. Dann scheitere ich wohl besser nicht. Ah. Na, let's go. Solange die Dimensionen aufbrechen, werden wir hindurchkommen. Du wirst uns niemals loswerden! Na dann, los! Ciao, Gollum! Oh, ja. So, läuft! Ja! Ich habe sie aufgehalten! Wirklich aufgehalten! Gestern habe ich noch alte Dateien gelöscht und heute... Glitch findet einen Weg. Ist es das alle? Oh, krass. Nice. Ich finde alles. Gut, dann ist die Trophäe bei mir auf jeden Fall nicht verpackt. Habe ich 50% aller Trophäen oder hatten 50% aller Spieler diese Trophäe? Let's go. Wow, ist das die Anomalie? Ja, dieser Ort ist riesig. Wenn du uns dorthin bringst, komme ich hinein und kann die Karte suchen. Gary, sind wir falsch abgebogen? Wir sind in einem riesigen Rohr. Das stinkt wie Schnaggelmonster-Unterhosen. Die Aquädukte. Von dort sollte eine Schleimspur zu den Katakomben führen. Das ist ein Nebenprodukt von... Ach, nicht wichtig. Der Schleim. Okay. Kurz genießt. Ach, komm. Ich feiere das Spiel, aber so manche Momente finde ich echt komisch. Oh, ich muss wieder lesen.
So. Jetzt bin ich wieder da. Komm schon, wir sind fast da. Entschuldigung. Fahr einfach durch sie durch. Easy Snack. Ciao. Wir haben es geschafft. Hey, die Mönche. Oh. Wir wollen den Stolz ihrer Dimension versiegeln. Wir sind dran. Heilige Scheiße. Du sagst es, Kumpel. Wir müssen sie von den Mönchen fernhalten. Wenn wir da nie wieder einen Knochenschurken sehen müssen, bin ich gerne dabei. Instrumente. Ich mag keine. Sehr gut. Knochenkreaturen. Ja, nein, bin auch kein Fan. Nice. Friedensstifter, okay. Die Knochenschurken dürfen die Mönche nicht aufhalten. Das schaffe ich nicht mehr lange. Okay, alle wieder untot. Und Holy Speed, danke dir. Für den 10. Monat, Ehre, Digi. Reisende, wir müssen weiter zu der Anomalie. Wir müssen, passt auf euch auf. Ratchet, Clank, wir sind auf dem Planeten. Habt ihr die Karte? Ich werde die Karte schnellstmöglich holen. Merci. Du schaffst das, Boltz. Wir treffen uns unten. Wir haben den Imperator unterwegs nicht gesehen. Ich fürchte, er ist bereits unter der Erde. Oh nein. Merci, Horny Speed und moin moin. Hey. Wir müssen weiter zu der Anomalie. Let's go. Keine Sorge, Clank. Du hast das schon gemacht. Oh. Und jetzt sprichst du in der zweiten Person. Wie Ratchet, wenn er gestresst ist. Oh je. Oh, egal. Einfach einen Schritt nach dem anderen, wie Gary sagte. Die Anomalie beheben, dann die Dimensionskarte holen. Oh, ziemlich schwere Kost. Warum macht mich die Anomalie so nervös? Oh. Weil die Dimensionen kurz davor sind, völlig zu zerbrechen und alles Leben auszulöschen. Ja, das ist ein berechtigter Grund, nervös zu sein. Okay. Sie sind nicht real, aber ich möchte meinen Möglichkeiten danken, dass sie mich die Dimensionalität gelehrt haben. Vielen Dank. Thanks. Okay. Die Elektrokugel kommt hier hin. Das hier muss ich wegmachen.
mich hier hinstellen. Oh ne. Genau. Ja, jetzt passt es, glaube ich. Ja? Nee. Kann eigentlich nicht sein. Das so? No? Warum werden die überhaupt hier abgelenkt? Deswegen der Elektrokugel hier? Nee. Was nun? Okay, irgendwie muss ich die hier rüberleiten, hier auf dieses Plateau. Ja, wie macht man das? Ich weiß. Warum laufen die hier entlang? Ich blick hier gerade null durch. Oder? Warte mal. Jetzt kann man nicht irgendwie überlasten oder so. Ja.
Ja, aber was dann? Kein Backseat Gaming? Jetzt gerade wäre ich damit einverstanden. Na, warte mal, muss ich selbst vielleicht mal durch? Na gut, bringt nichts. Grüne Kabel irgendwie aktivieren. Leider nein. Nope. Wobei, Moment. Doch, das ist es. Wait. Ich glaube, du bist da was aus... was heißt immer auf der Spur? Stimmt, ich kann mich hier oben auf etwas hinstellen. Ja! Ja gut, in der Theorie sind die Dinger egal. Alter, unglaublich smart. Oh Gott. Ja, GG, Sarius. Auf diese Dinge, wo man sich draufstellen muss, habe ich nicht mehr Acht gegeben. Ärgerlich. Dieses Wissen. Ich glaube, dass ich endlich bald alles verstehe. Selbst keinen Plan gehabt, aber es kommt ja immerhin. Lösung zur Rettung der Dimensionen finde. Ja, okay, da müssen wir die Dudes entgegen beschleunigen. Ich find's irgendwie cool, wenn die am Anfang einfach sagen würden, so, bitteschön, hier hast du die ganzen Kugeln. Was? Die Dimensionskarte in einer Anomalie zu verstecken ist echt ein Geniestreich. Klasse, Gary. Was passiert jetzt hier? Okay. Okay, könnt ihr noch mal kurz weggehen? Ich muss hier hochspringen, Leute. Dann haben wir das Beschleunigungsteil. Die Beschleunigungskugel. Die können wir da rüber werfen. Ist unheimlich pinkeln, ey. Das ist... Ruft halt da. Okay, let's go. Ich schalte in den Turbo. Ah nee, ich werde hier nicht zum Leichtgewicht, nur von der anderen Seite geht das. Oh, Beschleunigungsdingsterbums da. Kugel nehmen und hier draufstellen, glaube ich. Nee, andere Seite. Konzentrierte Schwerkraft in Kugelform. Sehr schön. Genial. Und dann haben wir nun das. Ich stelle mich hier hin und... Wait, wo kann ich noch Kugeln hinwerfen?
Ah, nee. Oh, doch nicht. Hä, brauche ich die Kugel überhaupt? Ups. Hey. Dann probieren wir es nochmal so. Ja, klappt auch nicht. Ja gut, also... Na, warte mal, das andere muss ich aber schon wegmachen. Okay, jetzt... wird's gerade problematisch. Ich muss dann das Ding hier zum Leichtgewicht machen. Moment mal. Oder? Ja. Okay, wie kriege ich die Dudes hier rüber? Ne, das bringt nichts. Waren die Level früher 2D? Ich weiß nicht, ob es die früher gab. Ich bezweifel's. Okay, das ergibt keinen Sinn gerade. Bin in einer Minute wieder da. So. Okay, ich habe noch eine Idee, einen Gedankengang. Moment, erstmal alle Kugeln einsammeln. Wir sind hier noch nicht durch. Fehlt noch eine Kugel. Ich habe schon gerade eben überlegt, ob das links da zur Level-Grafik gehört oder nicht. Aber... also einfach zur Umgebungsgrafik. Oder ob das tatsächlich Gameplay-relevant ist.
Wait. Falsche Kugel. Sehr gut. Wenn der Imperator in den Besitz der Dimensionskarte gelangt, kann er überall Terror verbreiten. Er könnte einfach alles erobern. Nee. Beschleunigung. Leder aufstellen und kann ich hier nochmal drauf tun. Sicherheitshalber, damit die nicht irgendwie höher fliegen. So, perfekt. Okay, dann ist es wohl andersrum. Let's go. Jetzt haben wir es aber. Pretty sure. Geht doch. Oh, was für ein Glück. So schnell habe ich noch nie auf zum Ausgang teleportieren gedrückt. Da haben wir eine Kugel. Das könnte es sein. Das letzte Rätsel. Da haben wir eine Kugel. Das Wissen regt sich in meinem Hinterkopf. So bleibt der Energiepegel oben. Jetzt würde Ratchet zu sich sagen, tief Luft holen. Ich muss daran denken, dass ich bis hierher gekommen bin. Okay. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass ich den Rest auch schaffe. Ich kann nicht. Ja, kurz. Ja, gut, das ist halt tatsächlich nur gerade ein bisschen Schikane. Aber das passt schon. Ich habe viel erreicht, seit ich in diese Dimension gekommen bin. Und ich mache weiter. Diese Anomalie wird mich nicht aufhalten. Ich werde es schaffen. Nein. Perfekt. Hey, Moment, wie komme ich hier oben hin? Schon mal nicht. Gesehen.
Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Aber dieses Mal wird er uns nicht überraschen. Letzte Rätsel am besten hinbekommen. Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Vielleicht nicht am schnellsten, aber am besten. Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Und wir kriegen auch bald die Dimension. Keep pushing. Endlich nice. Läuft alles gut. Ratchet, ich hab sie. Hurra! Jetzt her damit, sonst schicke ich den Kopf deines Freundes auf Torrent 4. Keine Sorge, ich veranstalte ein Public Viewing meiner Oberungen im Sordo-Gefängnis. Komm schon, Kit. Wir müssen... Flieh. Fliehen? Das ist die letzte Chance, ihn zu stoppen. Tut mir leid. Tut mir leid, okay. Nein. Du. Das warst du. Was machst du denn hier? Piratenplanet? Hey, Sordum. Ist schon etwas her. Hoffentlich sind hier draußen keine Wachen. Das Verarbeitungszentrum sollte direkt da vorne sein. Bitte, seid noch da, Leute. Ich nähere mich dem Gefängnis. Es kommt langsam alles hin. Ich fühle mich heute recht. Fortig. Wollte ich gerade so ein bisschen auf letzte Mission hin, alles? Willkommen, Herzchen! Sieh dich gerne um! Alter. Was? Heute regnet es Raketen. Mhm. Du hast wohl ein paar freie Zellen und das entsprechende Raritanium.